Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Wir waren vorgestern ja in dem neuen Teil, wo wir noch nicht entdeckt haben. Da waren wir auch richtig. Das letzte, was wir gemacht hatten, waren hier den Weltbericht. Wir wollten noch den Rest der Map hier entdecken. Stimmt, ich muss da noch was machen, so sehe ich das ja nicht. Ich muss ja auch das Chatfenster öffnen, sonst, wenn mir jemand schreibt, sehe ich ja nichts. So, da. Ich finde, ich bin viel zu hell belichtet. Ich muss hier die Kamera etwas anpassen. Dann jetzt schon wieder die Kamera Settings da. Müsste so passen. Mal schauen, können wir hier ins Gebäude? Mit der Karte, ja, das ist soweit richtig. So wie es aussieht, können wir nicht ins Gebäude. Oh, da ist wieder ein Schokobo. Ist ja die nächste Bushaltestelle. Es ist ja keine Bushaltestelle, es ist ja eine Schokobo-Stelle. Und die nächste Trophäe auch erhalten. Ach so, da geht's noch weiter. Ach ja, da müssen wir sowieso einen Teil sammeln. Wir haben ja den Auftrag, also vom schwarzen Brett, haben wir die Aufgabe übernommen, die Makroleitung zu reparieren. Da hatten wir im letzten Stream schon einen Teil gefunden.
Perlenlingo. Seltener Gegenstand. Mürreplas. Habe ich die schon gescannt hier? Ist das nicht die Quest für die Blumen, die wir sammeln? Ja, richtig schwer. Mach du mal. Ach, Klaus, jetzt sei doch nicht immer so. Keine Angst, ich helfe dir. Denk einfach daran, wie wir Blumen für den Helmchenhof ausgesucht haben. So, dann. Welch leidenschaftliche Farbe. Wusste gar nicht, dass du so ein Romantiker bist, Cloud. Ich glaube, ich nehme von jeder Farbe was. Diese Blume symbolisiert nämlich Liebe zur Familie. Perfekt für Chloes Geschenk. Du machst das toll, Cloud. Weiter so. Wie hübsch und so zart. Perfekt für einen Blumenkranz. Ich find's lustig, ich habe nur blau und rot gesammelt und es war schon gelb in der im Korb. Schön, das dürfte genügen. Bringen wir sie zu Chloe.
Da gibt es sowas wie ein Seil. Kann ich da hoch? Ich hatte mir, als könnte man nur runter. So, die Stelle hatten wir geklärt. Wir gehen noch den Teil machen. So, aktivieren wir den Turm für unser guter Chatley. Oha, Gruppenstufe 2. Gibt es sicher wieder Mogri-Medaillen? Yep. Ist da hoch. Ich bin zu dumm, um hochzuklettern. Okay.
Okay, hier kann ich nicht weiter. Gibt's den nächsten Turm? Mist! Mann, werd ich schon zwei. Oh, ja sicher! Und weg. Stimmt, ich muss den Turm aktivieren. Die Aktivierung ist wohl oben. Und ein paar Mokri-Medaillen, weil es so schön ist. Kann man hier eigentlich hochklettern? Nee. So, dann bewegen wir uns zum nächsten Teil. Das müsste hier in der Gegend sein. Stimmt, das habe ich gemacht.
glaube, das ist dieses Leck. Oh, es gibt wieder Schatztruhen hier. Zwei Schatztruhen gibt es hier. Ah, hier haben wir die erste. Wo ist denn jetzt die zweite? Hier ist. Das Problem ist, man sieht auch gar nicht, wie groß dieses Gebiet ist, Phil. Ja doch, ich war schon zu weit. Ah, da ist die zweite. Wow, wow, das Ding macht übelst Damage. Bin mal so frei. Über. Mist. Sind eventuell etwas zu stark. Mist. Ich empfange Signale eines außergewöhnlichen Organismus. Seltene Leprechaun-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Seine kräftigen Gliedmassen sind einfach bemerkenswert.
Die sind leider ein bisschen zu stark noch. Habe ich die? Nee. Ich glaube, das Gebäude habe ich noch nicht geprüft.
kam der dann jetzt so schnell hoch? Okay, es bringt uns gar nichts hier oben zu sein. Aber warte, einen Moment. Ich finde es ungewöhnlich, dass da die Leiter so hochgeklappt ist. Weil es gibt eine Stange für hier rein zu rutschen. Nichts Ungewöhnliches. Und es scheint mir nicht so, dass es sowas wie einen geheimen Schalter irgendwo gibt. So, hier gibt es nichts weiteres. Ich denke, dann können wir uns weiter bewegen hier Richtung die Teile sammeln. Da waren wir ja.
Sind wir vorbeigelaufen? Ah, da liegt es. So, denn dann gehen wir wieder zu der Ollen. Das doch reparieren, oder? Hä? Unterschätze nie ein Kind, der klappt. Aus Schrott kann ich wahre Wunderwerke errichten. Oh! Achtung! Das übernehme ich. Ich sage lieber nicht, wie das aussieht. Bin mal so frei. Oha, Feuer. Jetzt nicht schlapp machen. Jetzt! Genau so! Stirb! Und weiter. Hat sie mit rostigen Nägeln das Teil wieder geflickt? Was?
Mensch, wieso ich gegen die mich schütze neu getötet? Oh, ich hatte keine Benachrichtigung bekommen. Danke für den Follow! Wieso hat der Alert nicht ausgeschlagen? Oder liegt es völlig die System? Ich mach die mal auf 50%. So. Dies sei dann alles gemacht. Dann gehen wir mal dem Bürgermeister Bescheid sagen. Was denn? Oh, da seid ihr ja wieder. Die Alleskönnerin hat mir schon alles erzählt. Ihr sollt ihr richtig gut zur Hand gegangen sein, hat sie gesagt. Besten Dank, das Marco fließt jetzt wieder in Strömen. Wirklich nett von euch. Und wo ist diese Alleskönnerin? Die meinte, sie hätte schon den nächsten Auftrag und müsste gleich weiter. So ein Tausendsasser ist gefragt, was? Welch ein Glück, dass sie Zeit für uns hatte. Sie hat's echt faustdick hinter den Ohren. Ach ja, bevor ich's vergesse. Nett wie sie ist, hat sie euch euren Teil der Belohnung dagelassen. Hier, bitte. Alles kann er reloaded. Neue Trophäe. So.
Und weg. Okay, wirksames Feuer und Eis. Problem ist, wie soll ich das Ding schocken? Ich bin zu stark. Das war eine überragende Leistung, muss ich sagen. Wirklich grandios! Ich habe die Kampfdaten soeben ausgewertet. Mit Ihrer Hilfe konnte ich eine neue Kampfsimulation erstellen. Ich habe auch mitgeholfen. Du kannst sie jederzeit ausprobieren, wenn dir danach ist. Ja, jederzeit. Thank you.
Und weg. Where's he going? Ich gehe den Turm aktivieren. Schokobo. Ah, da gehe ich Schokobo zuerst noch machen. Ich muss auch so ein Schokobo haben als Haustier. Hier habe ich ja alles gemacht. Der da sitzt. Oh nein. So wie es scheint, gibt es da oben nichts mehr. Aber ich gehe die Mission machen. Gehe ich überhaupt hier in die falsche Richtung? Ich muss hier die Hauptstraße hochgehen, genau. Haben wir überhaupt schon genug Ressourcen, um irgendwas wieder zu machen? Ne, uns fehlt es am Neck noch was.
Gut, ich könnte mal einen Schokobo mal rufen. Den habe ich noch gar nicht benutzt. Auf der Suche nach was Bestimmtem? Wir suchen die Karte Chocobo und Mogri. Ah, tut mir leid. Hier steht gerade nichts zum Verkauf. Seltene Karten gebe ich nur an Spieler aus, die sie auch wirklich verdienen. Also, Sportsfreund. Wenn du mich in einem Zweikampf besiegst, dann überlasse ich sie dir. Na, was sagst du? Schokomoppel. Die Karte nehme ich. Und Titan nehme ich auch. So, dann gucken wir mal, was diese Karten können. Hebt den Rang des Felds auf dem... das ist auch eine 5er. Das ist eine geile Karte. Ich glaube, da nehme ich die einmal raus und nehme die rein. Und Schokomuppel... eine Karte, die einige Positionen unter Vollkopf... erweitert. Die ist auch interessant. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von Verbündeten und gegnerische Karten auf der auf und ich nehme die raus, ich mache den rein. So, dann versuchen wir mal unser Glück.
nur hoffen, dass ich irgendwie dominiere. Mist. Ich kann nur hoffen, dass er mich jetzt nicht unten dominiert. Gewonnen. Yeah, Chocobo und Mugri. Entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke um 1. Das ist wirklich schnell. Unfassbar. Anscheinend habe ich dich mächtig unterschätzt. Versprochen ist versprochen. Hier ist die Karte. Aber sieh dich vor, bei unserem nächsten Duell werde ich dich übertrumpfen. Ich bin echt überrascht, dass das Schnellreisen so schnell geht. Also, da gibt es ja gar keine Ladezeit. Fantastisch. Mach ich auf jeden Fall. Also viel Erfolg beim Wiederaufbau. Ihr schafft das schon. Als Reaktion darauf hat Schindler einen Zugpunkt in den Ort entsandt. Aufgrund der Fahndung war Karl vorübergehend abgeriegelt. Die Blockade wurde Ich
Wie spät haben wir eigentlich schon? Oh je, schon fast 1 Uhr. Ja, ich weiß, wir sind Wochenende. Ich könnte länger, aber ich möchte noch morgen ein paar Sachen machen. Zudem noch wollte ich auch das Layout meines Twitch-Accounts mal etwas aufbessern. Also jetzt nicht vom Stream an sich, sondern von meiner Startseite. Aber ich bin zufrieden, wir haben ja Verschiedenes gemacht. So, die Entdeckung haben wir hier dann fertig. Hier sind wir auch so gut. Da müssen wir nur, obwohl wir können noch bei ihr vorbeigehen und den Blumenkranz machen. Eigentlich TP-Boost müsste jeder haben. Ich glaube, ich kaufe es jetzt mal nicht so oft. Noch zweimal. Ich behalte 2000 noch bei mir. Ich werde TP-Boost jedem geben. Diese haben wir Stufe 2 sowieso hier. Das muss ich noch für. Ah, er hat schon TP, gut. Sie hat auch TP. Sie hat MP. Stehlen ist jetzt nicht so wichtig. TP ist mir dann. Hätte ich lieber. Ich gebe ihm auch TP. Ja, die TPs habe ich. Ja, mehr brauche ich jetzt nicht. Wobei, wenn ich es mir noch einmal kaufe, hätte er auch TP. Hoffen, dass wir jetzt nicht demnächst Einkäufe machen müssen. So. So. Ausrüstung. Oh, wir haben 2 Level. Codex 2. Codex Stufe 2. Geil. Neue Technik.
Dafür brauchen wir 10. Okay, die Fähigkeit möchte ich haben. Hier brauchen wir auch 10. Schön, euch weiter auf freiem Fuß zu sehen. Ihr kommt mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Besitzt auch etwas Vieh, aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Der Bursche muss ziemlich gerissen sein. Meine Fallen hat er bislang alle umgangen. Und der Jäger, den ich auf ihn angesetzt habe, war bisher auch erfolglos. Mir liegen die Grasland und ihre wunderschöne Natur am Herzen. Sie müssen geschützt werden. Von Shinra halte ich daher herzlich wenig. Und es gibt andere Leute, die so ähnlich denken. Über die bin ich auf Broden und Avalanche gestoßen. Ist nicht viel, aber ein bisschen was kann ich beitragen. Danke! Toller Hund! Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Ach, du süßer kleiner Fratz. Komm doch mal her. Aufgerecktes Bürschchen. Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. So dann, meine lieben Leute, dann sage ich danke, dass ihr heute wieder in meinem Stream wart und wir werden uns dann heute Abend oder heute Nachmittag wiedersehen. Dann wünsche ich euch alle noch eine schöne Nacht und bis demnächst dann.